Wir leben in einer Welt, in der Menschen nicht mehr bloß trainieren, um ihren Körper fit zu halten und um ihre Muskeln zu stärken, sondern dass sie Sport machen, um ihr Inneres zu bekämpfen. Der Kampf gegen Kopf, Herz und Verstand, der hat sie völlig ausgebrannt. Und um zu vergessen und zu verdrängen, was sie schon lange verfolgt, da wird immer härter trainiert, bis der körperliche Schmerz den Inneren verschlingt und die Mission dann am nächsten Tag aufs Neue beginnt.